Einen schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen. Vielen Dank, Matthias, für die freundliche Begrüßung, dass wir heute Morgen alle wach geworden sind und das Radio angestellt haben. Mussten wir die Nachricht entgegennehmen, dass Fidel Castro, der Kommandant, der Chef, einer der prägenden Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, glaube ich, das kann man sehr wohl sagen, der Kuba verändert hat, der auch seine Spuren hinterlassen hat, auch in Deutschland, dass er gestorben ist. Und insofern zwei kleine Sätze. Danke, Ruhe in Frieden, hasta siempre, lebe wohl, Fidel Castro. Liebe Genossinnen und Genossen, morgen der erste Advent. Alle haben wieder sehr fleißig die Woche das Bruttosozialprodukt gesteigert. Das war sehr arbeitsreich für viele. Ich habe zum Beispiel 3 Tage lang erfolgreiche Haushaltsberatungen, ich glaube auch in unserem Sinne, mit einem Haushalt, der die linke Handschrift trägt, durchgebracht. Und hätte mir natürlich auch erwartet, dass das irgendwie auch in den Medien zum Tragen kommt. Aber leider haben wir es mit anderen Themen geschafft, in dieser Woche die Berichterstattung zu dominieren. Und insofern könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich darüber sehr geärgert habe. Ich habe mir auch den Stefan, ich will es ganz kurz sagen, zur Brust genommen, weil ich glaube, das war ein Riesenfehler und er hat auch diesen Fehler eingeräumt. Und ich werde auch nachher noch einmal insgesamt zu dieser Problematik sprechen. Aber ich wollte es einfach zu diesem Zeitpunkt sagen, weil ich eigentlich heute etwas anders vorhatte. Weil ich anders vorhatte, zu sagen, ich freue mich auf euch und ich habe Bock. Ich habe Bock nämlich auf Auseinandersetzung und auf Wahlkampf. Und das ist eigentlich das, was heute als Thema hier für uns vor uns steht bei dieser Vertreterinnen und Vertreterversammlung. Und damit bin ich bei uns hier in Falkensee. Herzlich willkommen in Falkensee und ich möchte erst einmal ein Lob loswerden an die Landesgeschäftsstelle. Nicht nur, dass Sie das so toll hinbekommen haben hier in diesem Saal, sondern dass wir hier nach Falkensee gegangen sind mit dieser Vertreterinversammlung. Eine ausgezeichnete Wahl. Und das wird sicherlich nachher auch Heiko Müller, der Bürgermeister, der neue Bürgermeister, der alte und neue Bürgermeister von Falkensee, den wir auch im Wahlkampf unterstützt haben und spüren lassen. Falkensee hier im Havelland ist eine ganz besondere Stadt, ist eine junge Stadt, eine Stadt mit Wachstumsschmerz, denn seit Falkensee aus dem Mauerschatten getreten ist, erlebt diese Stadt wie viele Städte auch in Brandenburg, die Berlin-Nähe haben, einen wahren Baumboom und einen Bevölkerungszuwachs. Und Genossen, Zuspruch, Zuwachs und Zugewinne, das ist das, was wir bei dem Wahlkampf im September auch benötigen. Das wollte ich in dem Zusammenhang mal sagen. Und dann liegt natürlich auch Falkensee vor den Toren Berlins. Und dorthin lohnt natürlich auch ein Blick in diesen Tagen. Die Koalitionsverhandlungen sind erfolgreich abgeschlossen. Und ich fand, liebe Genossinnen und Genossen, dieser Berliner Wahlkampf, der hat wirklich Lust gemacht. Und das kann man sicherlich, und das haben ja auch andere anerkannt, der war spritzig, der war frech, der war innovativ und der war vor allen Dingen sympathisch. Und vor allem, was ganz wichtig war, der war inhaltlich motiviert und er war zum Schluss auch erfolgreich. Und liebe Genossinnen und Genossen, das ist das, was ich mir natürlich wünsche von einem Bundestagswahlkampf auch hier in Brandenburg. Und die Berlinerinnen und Berliner haben vorgemacht, wer nicht schwarz-rot verschaukelt werden will, der hat natürlich eine Alternative in diesem Land. Und die ist nicht etwa blau, sondern die Alternative zu Merkel und Co., die ist nämlich rot. Und das haben mittlerweile, liebe Genossinnen und Genossen, CDU und vor allen Dingen die CSU schon erkannt und warnen ja vorher einer neuen Gefahr von links. So hat ja der Oberpropagandist Scheuer, der hat ja dazu einen ganzen Parteitag mit initiiert, das Bürgerliche vor der linken Republik
aufgestellt oder sagen wir mal gewarnt, die CSU als Bollwerk gegen die neue Linksfront. Also ich finde schon, das hat schon eine neue Qualität und ich glaube auch so, neben der Spur habe ich die Union, zumindest die CSU, lange nicht erlebt. Und liebe Genossinnen und Genossen, richtig ist aber auch, obwohl da einige am Horizont dieses Rot-Rot-Grüne schon sehen, heraufziehen sehen, ob und wie realistisch das ist wirklich offen. Das ist wirklich offen. Klar scheint mir aber, dass die Sozialdemokratie und vor allen Dingen die Führung derzeit diese Diskussion ja moderiert, eher aus strategischen Gründen. Ich glaube, sie wollen sehr bewusst aus dieser Dauerumarmung von dieser Kanzlerin sich absetzen. Das kann ich gut verstehen. Aber ich glaube, sie haben die Rechnung wirklich ohne den Wirt gemacht. Denn eines ist klar, die Linke ist nicht eine Mehrheitsbeschafferin, für wen auch immer. Die Linke kämpft nicht für einen Kanzler Gabriel oder Schulz oder per se für eine eigene Regierungsbeteiligung. Liebe Genossen und Genossen, wir kämpfen für eine andere Politik in diesem Land, auch hier in Brandenburg. Und liebe Genossen und Genossen, ein Linksbündnis ist kein Machtspielchen, sondern kann ein Startsignal für eine soziale Wende in diesem Land sein und die ist dringend nötig. Denn es ist nicht zu leugnen, wir leben in unruhigen Zeiten. Anschläge, Terror, die EU in der Krise, all das treibt die Menschen um. Viele Menschen haben Sorgenfalten auf den Stirn. Hinzu kommen die kleinen und mittleren Sorgen des Alltags. Die Miete steigt, das Gehalt nicht immer gleich mit. Beruf und Familie und Privates unter einen Hut zu kommen, wird immer schwieriger. Viele kennen die Angst davor, von dem Erreichten den kleinen Wohlstand nicht auf Dauer halten zu können. Und was tut diese Bundesregierung? Sie streitet. Sie streitet über den richtigen Weg. Und was haben wir da alles gesehen? PKW-Maut. Ja oder nein? Grenzen dicht. Ja oder nein? Mietpreisbremse. Ja, aber nur so ein bisschen. Rentenangleichung Ost. Eigentlich ja, aber am liebsten erst 2025. 35 Jahre nach der Einheit Deutschlands. Das muss man sich mal vorstellen. Und liebe Genossen, die Liste, die lässt sich noch verlängern. Totalausfall bei der Steuerpolitik, keine Idee der Rettung der europäischen Idee, Streit auf offener Bühne zur Klimapolitik. Und das ständige Hickhack dieser großen Koalition sorgt vor allem für eins. Und das ist dieser Stillstand in diesem Land. Und dieser Stillstand, den gilt es aufzubrechen. Und genau das ist auch unsere Aufgabe in den nächsten Monaten, diesen Stillstand in dieser Bundesrepublik nicht nur zu thematisieren, sondern ihn auch zu beenden. Und da gibt es ein Beispiel, das hat mich als Finanzminister derart umgetrieben in den letzten Wochen und Monaten, das ist das mit der Erbschaftssteuer. Und das muss man sich mal vorstellen. Da kippt ein Bundesverfassungsgericht mehrfach diese Erbschaftssteuer und dann wird nach langem Hin und Her, wir haben da ein bisschen im Vermittlungsausschuss getagt, eine Einigung erzielt, aber keine bessere. Und liebe Genossinnen und Genossen, da geht es gar nicht um Oma Kleinhäuschen hier in Brandenburg oder vielleicht um das Familienerbe eines Bäckermeisters. Da geht es um Erben, die bis zu 26 Millionen Euro steuerfrei gestellt werden in diesem Land. Das muss man sich mal vorstellen. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich bin in dem Zusammenhang auch Dietmar Woidke sehr, sehr dankbar. Er war der einzige sozialdemokratische Ministerpräsident, der mit Bodo Ramelow, einem Linken, im Bundesrat sich nicht enthalten hat. Wir haben als Brandenburg mit Nein gestimmt. Und das ist eine ganz andere Qualität. Und liebe Genossen, leider haben Teile der Grünen in rot-rot regierten Länder dazu beigetragen, dass wir doch eine Zustimmung haben. Und dass diese Familienunternehmen, ja, weiter unter Schutz stehen. Ich bin mir sicher, das Bundesverfassungsgericht wird das wieder kippen, aber es zeigt diesen gesellschaftlichen Stillstand. Und wisst ihr eigentlich, was in dieser Zeit, wo wir hier mehrere Jahre lang versucht haben, eine verfassungsgerechte Lösung bei der Erbschaftssteuerreform hinzubekommen, da haben vermögende Unternehmen schon längst gehandelt. Sie haben in der Zeit von 2011 bis jetzt, Milliarden an Betriebsvermögen
an ihre minderjährigen Kinder übertragen. Eine Studie des DEW spricht vom Volumen von 37 Milliarden Euro steuerfrei übertragenes Vermögen. 37 Milliarden, das ist das Dreifache des Landeshaushaltes des Landes Brandenburg. Und jetzt kommt's. Und der Großteil dieser 37 Milliarden sind an 90 Kinder in dieser Bundesrepublik unter 14 Jahre leistungslos übertragen worden. 327 Millionen Euro im Durchschnitt ist dort in dieser Zeit übertragen worden. Das ist der Skandal und das gehört auch auf die Agenda, wenn wir uns in dem Wahlkampf mit der politischen Konkurrenz auseinandersetzen. Liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossen, diese Klientelpolitik für einige wenige, das ist auch das, was die Leute draußen nicht mehr verstehen. Das verstehen wir nicht und der Bürger schon gar nicht. Und wen wundert es, dass dann die große Stunde schlägt für die, die es nicht gut meinen mit dieser Demokratie, die man auch als Populisten bezeichnen kann. Und was in Amerika, liebe Genossinnen und Genossen, passiert ist, wer denkt, das ist noch weit weg, die sind alle schon da. Das steht schon in unserem Türrahmen hier. Denn die Jünger der Le Pens, die Jünger von de Wilders, von der Orbans, der Gaulands und der Petris und der Seehofer, die sind schon da und sie frohlocken mit dem Populismus. Und wenn sie auch versuchen wollen, diese Mehrheiten zu erringen, was sie erreichen werden, und das ist noch fraglich, aber was sie erreichen werden, ist die soziale Spaltung in diesem Land, die sie hofieren, die sie auch auf die Spitze treiben und die Menschen auch merken. Und das ist der Punkt, mit dem wir uns auch auseinandersetzen müssen. Und liebe Genossinnen und Genossen, diese Bundesrepublik steht am Scheideweg. Wir ernten jetzt und nicht die Politik der letzten zwei Jahre. Wir ernten jetzt die Probleme der letzten 10 Jahre. Problemstau, Eurokrise. Ich sage nur, wir müssen den Gürtel enger schneiden bis hin zum Kulturkampf und dem offenen Rassismus. Das ist das, was jetzt einlädt. Und das, liebe Genossen, führt dazu, dass Menschen denken, diese Gesellschaft kippt. Diese Gesellschaft kippt und für viele ist es greifbar, selbst für uns fühlbar. Und deshalb sage ich euch, die Frage wird entstehen, entweder die mit der Folge, dass sich die Koordinaten weiter nach rechts drehen oder wir. Und da bin ich nochmal bei Fidel Castro, der gesagt hat, wir oder die. Und ich glaube, wir sind die Zukunft, liebe Genossinnen und Genossen. Was ist jetzt zu tun? Ich glaube, und das ist auch die Aufgabe dieser Partei, und das werden wir auch bei der Formulierung unseres Wahlprogramms deutlich machen müssen. Wir brauchen ein inhaltliches Politikangebot, die soziale Spaltung in diesem Land und den Stillstand in dieser Bundesrepublik überwindet. Und liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen natürlich auch eine Politik, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, wo die Alleinerziehende nicht alleingelassen wird, wo der Pendler nicht noch auf der Autobahn blechen muss für das, was er als Steuerzahler schon längst bezahlt hat, wo der Flüchtling auch Steuerbürger werden kann, wo der Leiharbeiter nicht der Erste ist, der rausfliegt, wo Großeltern nicht noch Angst haben um die Rente ihrer Kinder und Enkel und vor allen Dingen, wo junge Familien oder Eltern finanziell besser planen können, weil sie von der Kinderbetreuung bzw. wo die Kinderbetreuung elternbeitragsfrei ist. Liebe Genossen, das ist das, was wir unter sozialistischer Politik hier und heute verstehen. Und liebe Genossen, wir brauchen diese neue soziale Idee. Aber ich sage auch, für diese Idee braucht man natürlich Partner in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung. Und ich finde, dass es langsam Zeit wird, dass sich potenzielle Partner auch wirklich mal bekennen müssen. Ob sie bereit sind, diese Bundesrepublik sozial gerecht und ökologisch nachhaltig zu verändern. Und da reicht es nicht, liebe Genossen und Genossen, nur mal so immer links zu blinken. Das reicht nicht. Wer wirklich eine neue Politik mit uns will, der muss bereit sein, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und die Nominierung von Frank-Walter Steinmeier als Kandidat der Großen Koalition, das war kein gutes Signal. Das war kein gutes Signal. Und die einzige richtige Antwort auf diesen Kandidaten ist natürlich jetzt, und da bin ich Bernd sehr dankbar, herzlich willkommen, bin ich Bernd und Katja. Sehr dankbar für die Nominierung von Professor Butterwegge.
Wer uns den Architekt der Agenda 2010 serviert, der kriegt natürlich den Vertreter der Agenda Gerechtigkeit. Und das ist auch gut so. Schade ist nur, dass Teile der Grünen andeuten, eher den Personalvorschlag der Großen Koalition zu unterstützen. Das zeigt, wie fragil die politische Wetterlage momentan ist. Man kann den Eindruck bekommen, hier kann jeder mit jedem koalieren. Das ist möglicherweise die Botschaft. Und deshalb sage ich, liebe Genossen und Genossen, wer nicht will, dass mit der Stimme am Ende Seehofer und Merkel zur Macht verhilft, der muss im September uns wählen und keine andere Partei. Und damit, liebe Genossen, bin ich schon bei uns. Kein Wahlkampf ohne viele Gesichter der Linken in den kommenden Monaten. Und es wird nicht einfach, die in vorderster Front die Wahlauseinandersetzung gehen. Es sind taffe, kompetente Kandidaten, von denen ihr euch ja heute auch überzeugen könnt. Und ihr habt die Auswahl. Und genau das brauchen wir auch. Denn die Anforderungen, die wir und die andere an sie stellen, die sind sehr hoch. Und das ist gut so und auch zu Recht. Die letzten Tage und Wochen haben noch einmal deutlich gezeigt, wer in der Linken Verantwortung übernehmen will oder übernimmt, muss sich klar sein, dass sein Tun und Handeln in einem besonderen Licht steht. Jeder, ich sage jeder und jede von uns trägt dafür Verantwortung, ob diese Partei glaubwürdig ist. Soziale Gerechtigkeit ist nicht vereinbar mit Bonusmeilen, mit Privilegien oder einer immer gearteten Sonderbehandlung. Ich will sehr deutlich sagen, wir brauchen da keine falsche Bescheidenheit. Aber wir dürfen niemals die Bodenhaftung verlieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich hatte den Eindruck, dass das in letzter Zeit passiert ist. Eine Botschaft: Nicht alles, was juristisch anfechtbar ist, ist auch moralisch vertretbar. Das will ich auch noch mal sehr deutlich sagen. Liebe Genossen und Genossen, und deshalb mit dem Gesicht zum Volke als mit den Füßen in der Wolke. Und das sollten wir in den nächsten Wochen sehr, sehr beherzigen. Ja. Und mit diesem Satz, glaube ich, bin ich auch schon bei einer Überleitung zu einer besonderen Personalie, um die es heute geht. Meine Aufgabe als Landesvorsitzender ist es, euch einen Vorschlag für eine Spitzenkandidatur zu unterbreiten. Und es ist ja auch kein Geheimnis mehr. Ich schlage euch jemanden vor, der eben genau das tut. Mit dem Gesicht zum Volke, mit beiden Beinen im Leben und unermüdlich im Land unterwegs. Mit Kirsten Tackmann. Und mit Kirsten Tackmann schlage ich eine Frau vor, die für den ökologischen Umbau und für den Plan B in diesem Land steht. Eine Frau, die anerkannt über Parteigrenzen hinweg eine ausgewiesene Expertin für den ländlichen Raum ist, die sich nachhaltig für eine regional verankerte Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft sowie für lebenswerte Dörfer und vor allen Dingen für die kleinen Ankerstädte in diesem Land einsetzt. Und ihr kennt sie selbst, eine Frau. Und sie ist immer da. Sie ist unermüdlich unterwegs und sie versucht, ihre Themen auf allen Ebenen unterzubringen. Sei es im Bundestag, sei es als Chefin der Landesgruppe, sei es im Landesverband, sei es als stellvertretende Parteivorsitzende und Mitglied im Koalitionsausschuss. Und ich muss sagen, ich habe selten eine solche Frau erlebt, die, egal an welcher Stelle sie auch gebraucht wird, stringent, ohne viel Aufhebens, Inhalte vertritt und sie auch durchsetzt. Und deshalb möchte ich mich auch nochmal als Landesvorsitzender bei meiner Stellvertreterin für die Zusammenarbeit der letzten Jahre bedanken und möchte sie euch empfehlen, sie heute mit einem guten Ergebnis auszustatten. Vielen Dank, Kirsten.
Wenn wir nachher unsere Liste aufstellen und die Kandidaten bestimmt haben, dann kämpfen die natürlich nicht allein auf weiter Flur. Sie haben ein Wahlkampfteam hinter sich, das viel größer ist, als man denkt. Hinter ihnen stehen in Brandenburg tausende Mitglieder, die bereit sind, sich engagiert und hochmotiviert für ein gutes Abschneiden einzusetzen. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich verspreche euch, ich werde alles dafür tun, auch persönlich, dass wir mit diesem Wahlkampf den Menschen wieder Mut machen und dass es auch aufzeigt, dass es sinnvolle Alternativen gibt. Wir werden einen frischen Wahlkampf machen, wir werden für neue Wege werben, der Menschen einlädt, der aber Raum gibt für demokratischen Protest und kreative Lösungen. Und wir werden einen Wahlkampf machen, der Hoffnung macht. Und dafür werden wir uns einsetzen. Und darum bitte ich auch, dass wir alle uns diesem Ziel unterordnen. Ich komme zum Schluss, liebe Genossen und Genossen. Im September 2017 haben wir 3 Dinge zu leisten. Erstens, wir wollen mit einem zweistelligen Wahlergebnis wieder in den Deutschen Bundestag einziehen. Wir wollen erreichen, dass dieser Vormarsch dieser rassistischen Parteien in Deutschland gestoppt wird. Und wir wollen auch dafür sorgen, dass Frau Merkel und Herr Seehofer in die Opposition wechseln. Und liebe Genossen, das ist unser Auftrag für die nächsten Monate und zwar ab sofort. Darum würde ich bitten und vor allen Dingen daran denken, mit dem Gesicht zum Volke und nicht mit den Füßen in der Wolke. Vielen Dank.